Begleitete Eltern-Kind-Gruppen. Frau Pickert ist unter anderem eines der Angebote. Dann haben wir 10 Kindertagespflegestellen. Wir haben Kitas mit kompensatorischer Sprachförderung, und zwar alle Kitas haben das mittlerweile in Frankfurt-Oder. 8 Kitas haben zusätzliche Ressourcen aus dem Bundesprogramm Sprachkitas. Wir haben Beratungsangebote für Verhaltensauffälligkeit und Kinderschutzfragen. Wir haben das Bundesprogramm Qualität vor Ort. Wir haben das Netzwerk Frühe Bildung. Wir haben Angebote der Elternberatung. Wir haben 3 Kitas und 2 Horte aus dem Landesprogramm Kiez-Kita, die damit mit unterstützt und finanziert werden. Wir haben eine Fachberatungsstruktur und Elternberatungsstruktur. Wir haben das Programm Soziale Stadt. Wir haben die Fachberatungsteams und die Kinderbetreuungsteams. Das war Seite Nummer 1. Wir haben darüber hinaus in allen Stadtteilen Jugendclubs oder Anlaufstellen. Eins davon ist auch ein mobiles Angebot, das wir haben. Wir haben darüber hinaus Sozialarbeit an 8 Schulen, Straßensozialarbeit, Jugendinformationszentrum und so weiter. Wir haben Ferienzuschüsse für Ferienfahrten, jährliche schülerübergreifende Ferienfahrten der Sozialarbeit, der jährliche Sommerferienkalender. Wir haben die Jugendberufsagentur, das ist ein tolles Projekt. Wir haben die Produktionsschule UAZ, die nochmal hilft, Schulabgänger, die den ersten und zweiten Anlauf nicht geschafft haben, nochmal eine dritte Chance zu geben. Wir haben das Bundesprogramm Jugend stärken. Wir haben Schulverweigerer die zweite Chance als Projekt. So, ich könnte jetzt hier noch eine ganze Weile so weitermachen. Kita mit BIS, Netzwerk gesunde Kinder, Babybesuchsdienst wurde angesprochen. Wir haben eine Kinderbeauftragte, eine ehrenamtliche Arbeit, eine Kinderbeauftragte in Frankfurt-Oder, 2 Eltern-Kind-Zentren und so weiter. Also wirklich eine Reihe von Dingen. Und trotzdem, trotz all dieser Dinge, die wir finanzieren, reicht es nicht aus, um die Lage von Kindern in Frankfurt-Oder so entscheidend zu verbessern, dass man sagen kann, wir haben hier kein Problem mit Kinderarmut und Einkommensschwäche. Erreicht das möglicherweise nicht alle? Genau, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich weiß nicht, ob die Frage des Geldes tatsächlich und des mehr Mittel ins System geben, die einzige ist, die wir uns stellen müssen. Weil ich sehe hier ganz, ganz viele Stellen, wo sehr viel Geld ins System gegeben wird, auch für gute Sachen. Mich bewegt am meisten die Frage, und deswegen freue ich mich auf diese Runden mit dem runden Tisch, die Frage bewegt mich, woran liegt es denn, dass all diese Angebote trotzdem nicht fruchten, dass das nicht ausreicht? Wir haben jetzt zum Beispiel vor, eine Personalstelle zu schaffen, um dabei zu unterstützen, erst einmal diesen Prozess runder Tisch weiter voranzutreiben, aber dann auch eine Beratungsstruktur aufzubauen, dass Menschen, die Unterstützung brauchen bei Antragsgeschehen, die wissen wollen, was kann ich denn tun, welche Fördermittel kann ich denn beanspruchen, wo kann ich mich hinwenden, damit die eine Anlaufstelle haben und dort die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Welche Kanäle nutzen Sie denn jetzt schon dafür, um diese Angebote genau zu adressieren, dass sie auch da ankommen, wo sie ankommen sollen und auch entsprechend genutzt und abgerufen werden können? Na, zunächst einmal war es so, dass bisher jedes Angebot für sich selbst stand und versucht hat, für sich zu werben. Deswegen machen wir unter anderem diesen runden Tisch Kinderarmut, um diese Angebote zu bündeln. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt auch eine Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung, wo es genau darum geht, auch das bekannter zu machen. Ich glaube, dass das auch eben mit ein Problemfeld ist, dass viele gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Und da sind wir wieder beim Bild über die Eltern. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Elternsein ist wohl der verantwortungsvollste und schwierigste Job. Und die allermeisten, die ich erlebe, die ich auch in Kontakt bin, die versuchen, trotz ihrer finanziellen schwierigen Situation, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder es auf keinen Fall mitbekommen. Ja, die reißen sich jeden Tag den Hintern dafür auf, dass ihre Kinder nicht mitbekommen, dass sie eigentlich zu Hause nicht viel Geld haben. Dann gibt es einige, die brauchen Unterstützung und Empowerment, wie man das so im Sozialarbeiter im Deutsch sagt. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo wir ansetzen müssen. Deswegen eben unter anderem eine der Ideen aus dem Runden Tisch Kinderarmut, eine Stelle zu schaffen, wo Menschen sich hinwenden können und sagen können, ich weiß, ich habe hier ein Problem, ich weiß aber nicht, welches von den 100 Förderprogrammen das Richtige für mich ist und wie ich es beantrage. Bitte helfen Sie mir, um dann noch die Hilfe zu bekommen. Jetzt Handlungsempfehlungen zur Bekämpfung von Kinderarmut vorzulegen. Aber ich muss an der Stelle, und das ärgert mich auch so ein bisschen, da kann ich auch die Haut von Frau Giffey total gut verstehen. Wenn man nämlich Sachen schon macht und dann, wenn man sie anpackt und die dann runtergeredet werden oder gesagt hat, wir begleiten sie nur kritisch. Ich würde mir wünschen, dass wir sie wohlwollend begleiten. Nämlich Modellprojekte, die wir angeschoben haben, dann so mutig zu sein und zu sagen, wir übernehmen die individuelle Förderung. Ist ja auch sozusagen ein Ergebnis der heutigen Debatte, dass wir eben halt die Dinge, die wir angestoßen haben, da möchte ich, also bin ich auch, ich bin noch nicht so lange im Amt, aber über eines bin ich echt froh, dass ich in den Haushaltsverhandlungen ganz deutlich gesagt habe, dass wir die Alleinerziehendenverbände, die Familienverbände unterstützen müssen und dass wir auch zum Beispiel so eine Formate wie Zuschüsse bei den Ferien, also bei den Ferienfahrten dann nochmal aufstocken.
damit sich das Familien entsprechend leisten können. Es wird sozusagen ein Aktionsprogramm rund um die Geburt auch von Landesebene fördern und sozusagen tatsächlich auch mal noch über die Landkarte, weil die Bedarfe sind über Brandenburg sehr unterschiedlich, da auch zu verlässlichen Aussagen kommen, beziehungsweise wo wir entsprechend nachsteuern müssen. Herr Wilke, wir haben gehört, was Frankfurt alles schon tut, was Sie auch persönlich angeschoben haben, die Kinderarmut in der Stadt. Welche Hausaufgaben bleiben für Sie nach der Diskussion heute hier? Ja, genauso viele wie vorher auch. Also, für mich sind es im Prinzip drei Hauptschlussfolgerungen. Erstens, bei diesem Prozess Runder Tisch gab es natürlich auch diejenigen, die gesagt haben, naja, treffen sich die da und dann reden die da ein bisschen, am Ende kommt eh nichts mehr rum. Ich halte das für eine grundfalsche Einstellung, weil auch heute hier haben wir wieder gemerkt, wie wichtig es ist, dass die Akteure zusammenkommen, dass man ehrlich versucht auch auszuwerten, manchmal auch im geschützten Kreis, was funktioniert nicht, was muss man vielleicht mal auf den Prüfstand stellen, warum erreichen welche Angebote diejenigen oder eben auch nicht und welche neuen Ideen hat man möglicherweise, die man ausprobieren muss. Punkt 2, ich fand sehr wohltuend, dass heute hier etwas, was normalerweise in solchen Diskussionsrunden viel passiert, nämlich diese Verantwortung hin und her schieben, dass es relativ wenig passiert ist, weil mein Ansatz ist auch, dass ich nicht erstmal gucke, woran sind jetzt andere Ebenen schuld, was können wir auf die abladen, sondern was können wir selbst auf unserer Ebene beitragen und lösen. Und wenn jeder da seinen Job macht und seine Hausaufgaben erledigt, dann wären wir schon mal ein ganzes Stück vorangekommen. Und das habe ich hier heute wahrgenommen, bei den verschiedenen Ebenen, die repräsentiert waren, dass da jeder auch versucht, seine Hausaufgaben zu machen. Und Punkt 3 ist, der Punkt hat für mich heute ein bisschen weniger Rolle gespielt, ist kein Vorwurf, es haben ganz viele Dinge noch keine Rolle gespielt, das geht auch nicht in 2 Stunden. Aber dieser Hauptpunkt aus unserem Rundtischprozess, Kindercharta, kinderfreundliche Gesellschaft, das ist für mich etwas, was mich nach wie vor sehr bewegt, weil ich nicht den Eindruck habe, dass in allen Teilen des öffentlichen Lebens und der Gesellschaft Kinder tatsächlich gewollt sind und man sie quasi geradezu auffordert und will und sie unbedingt zur Teilhabe animieren will, sondern oft auch erträgt und zulässt, dass es sie halt auch gibt, manchmal sogar als Belastung versteht. Und diesen Wechsel in der Haltung, sowohl in Familien als auch natürlich vor allen Dingen im gesellschaftlichen Leben, in öffentlichen Institutionen, hinzu, wir wollen Kinder tatsächlich Zugänglichkeit ermöglichen, wir wollen kinderfreundlich sein und die Wege dahinter ist etwas, was mich noch sehr bewegt und was wir auch in Frankfurt weiter vorantreiben werden. Vielen Dank. Danke. Die Informationen.